Ich willkommen zu einem wunderschönen Fortnite-Freitag mit dazu Neodendro TV zusammen mit Sascha Hallo? und Danali. Metal Gear. Ja, das Ausrufezeichen, aber anderes. So, wir machen natürlich dieses Mal was ganz Spezielles. Wir haben zwei Modi ausgesucht, die wir hier spielen sollen. Und zwar spielen wir erstmal Havoc Hotel 2 Roguelike. Weil das hat Sascha mir so als Code mir gegeben. Also genau gesagt Intel Code. Und da spielen wir natürlich. Okay. Sascha? Ist so eine Art Minispiel. Ah. So, da Ich starten wir könnte, mal. ich würde auch dazu sagen, kennt ihr auch vielleicht aus dem YouTube The Legend of Zelda: A Link to the Past, Dungeons of Infinity? Na, sag mir jetzt nicht. Also sag mir jetzt noch nicht. Das ist Kommt so eine mir Art bekannt. Wurmhack inspiriert, aber ist auch so ein Roguelike, dass man durch Glück weiterkommen muss. Also ein Dungeon-Spiel. Genau. Da habe ich mir gedacht, okay, aber ich glaube, das ist bestimmt so ein PC-Spiel. Aber wenn es auch mal so als Nintendo Switch-Spiel geben würde, da hätte ich auch wirklich Bock drauf. So, drücken wir auf bereit. Oh, ja. Und dann spielen wir nach dem Havoc Hotel, wenn dann kommt hier, spielen wir Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Also dieses Kampfspiel. Ja, okay. Daraus habe ich dazu beim Tweet gesagt am Ende Cowabunga! Was war das denn jetzt? Das war ein großes Ausrufezeichen. Ach, du Heimatland. Alter, ich hab doch Dings. Ach, ich liebe dieses Emote. Von Jack Sparrow, ja. Ja, das kam auch beim Fluch der Karibik. So ein Film, wo er hinter so eine Horde Wasserkreaturen hinterherrennt. Ja, Fleet, ja. L-Rufzeichen. So, Aber es keine geht los. Sorge, ich helfe nämlich Stanali und Dendro. Genau. Weil ich habe schon Havoc Hotel 2 so oft gespielt, dass ich schon auf dem Maximum bin. Und natürlich, Sascha, Glückwunsch an dich, dass du auf Interknot Level 55 bist. Ja. Wie sagt man so schön, jeden Tag farmen. Ich farme auch jeden Tag. Und das ergibt 1000 Erfahrungspunkte, wenn man farmt. Okay. Und jetzt, wo ich jetzt gerade bin, weil zum Beispiel hier einiges bin ich jetzt gerade dabei, Billy hochzusteigen und andere Ambi hochzusteigen. Weil ich habe so gut fast wie alle Charaktere auf Level 60 hochgestiegen. So. Oh, einer mit dem Skulltrooper. Na, keine Sorge, wir haben das nur auf Freunde gestellt hier, also nur wir. Ja. Ja. Und es geht nur bis 5 Spieler. Ja, es lädt, by the way. Ah, jetzt. Ja, Naja, das ist wie der gesagt. Lobby. Ja, wie gesagt, am Anfang startet man ganz schwach, aber mittlerweile, wenn man viel Münzen einsammelt, kann man sich ja dann verbessern. Oh, Lava. Oh, das ist ja von den hinter den Kulissen. Ist Ja. auch so eine Art Dungeon, also Dungeon Game. Havoc Havoc Hotel. Hotel. Kapitel Kapitel 2. 2. Okay. So, muss ich mal gucken, weil ich hab jemanden gesehen, der hatte auch mal eine Kettensäge gehabt. Ah, hier ist der Gold, der Cowboy und Das ist sozusagen der Waffenhändler und sowas, da wo man Waffen und Gegenstände ach, wechseln und hier kann kann. man Werte kaufen. Ah. Ja.
damit man stärker wird. Und hier ist es, wo man bei den Gegnern die Kopfgeld erhöhen kann. Oh, Kopfgeld, okay. Naja, damit okay. man mehr Geld bekommt. Und man muss auch noch die Zivilisten retten, um noch etwa extra Geld zu bekommen. Ah. Warte mal. Karen Mobratti. Improve the pool of weapons that or you can randomly deck during a run. Toast talks at the disaster and your guns at the core. Man kann mit einem Diamant ein Kettensäge holen. Jo. Oha. Ja, weil ich habe letztens jemanden gesehen, der hat einfach eine Kettensäge, aber bei ihr ist so ein Graffiti mit einer Kettensäge drauf. Wenn du wenigstens einen Diamant hast, kannst du eine Kettensäge holen. Ah, okay. Aus der Fortnite Lair schießen, also Event. Ah. Sehr gut. Okay. Room Clearance. Kettensäge-Massaker. Genau, was das dann Ali auch dazu sagt. Aha! Warte mal. Und wie sagt einige Neek-Charaktere auch so? Reloading! Warte, wiederbeleben? Ja. So, hab dich. Wie kommt die Kettenmassaker hin? Oh, Getränk. So. Hier ist er noch rein. Ah! Hat sich versteckt! Ja, so oh, Medikit! Ja, manchmal verstecken sie sich ganz schön fies. Hier ist ein Zivilist, den muss man auch erfüllen. Und kriegt jeder Geld, also jeder Geld in das Spiel. Nice. Ja, oben. Oh, Rescue! Oh, 500! Sehr gut. Ich habe gerade einen Charakter gerettet. Okay, ja. Sehr gut. Es sind genau 20 Zivilisten versteckt. Ja. Da! Oh, ouch. Wasted. Investory lost. Ja. Oh, je weiter wir kommen, desto stärker sind auch die Feinde. Ja. Also ich muss jetzt mal kurz weg. So, ja, wie gesagt, am Anfang ist es nicht so einfach, aber je weiter, je mehr du spielst, desto besser wirst du dann. Ah, das stimmt. Das ist ja am Anfang gewesen? Ah ja, wenn man stirbt, muss man ganz von vorne anfangen. So ist es beim Rook-like. So, jetzt Power Up. Genauso wie bei The Legend of Zelda, A Link to the Past, Dungeons of Infinity. Wenn du stirbst, musst du alles sofort von vorne anfangen. Alles gut. Ich bin jetzt mit Shield. Oh, das sind sie schon. Ich bin ja. So. So, warte. Guck ich mal hier. Booster, okay. Oh Gott, da braucht man Millionen, um dafür hier zu benutzen. Ja. Das Spielen und mehr das Münzen sammeln, um stärker zu werden. Au! Da! Ich brauche irgendwas. Aber kein Grund daraus zum Auszurasten, das ist halt nur ein Minispiel. Ja. Ja, als Bonne für das ist nur ein Minispiel. Aua! Da! Ja, ich weiß, ich hab mehr damit verbracht, aber deswegen komme ich auch mehr weiter.
Miljan hat mir gerade wiederbelebt. Dankeschön. Also Dankeschön, Miljan. Warte, ich guck gleich. Ich muss kurz mal Twitch anmachen. Ich frage lieber nicht, warum ich so komisch spawne. Alles gut, Danali, alles gut. Hä? Null Schild, null Leben, what the heck? Hallo Totemla, willkommen im Stream, genießt den Stream und habt viel Spaß. Also Red Hood und Alec. Wie gesagt, weil, wie man so sagt, Alec ist ja mein Lieblingscharakter aus Goddess of Victory Unique. So ein Videospieltechnikerin. Oh Gott. Autsch. Aua. Ich kann mit dem Kürbiskopf etwa 520 Schaden anrichten. Oha. Alles klar. Ah ja, okay. Ah, ich habe ja auch den Angriff hochgestuft. Alles gut. Ja, man muss auch nicht nur Angriff, sondern auch die Leben und auch Schildwerte auch erhöhen. Wenn die da hoch sind, weil es geht maximal 300 Schild und 300 Leben, damit du auch länger durchhalten kannst. Deswegen, ich habe echt so Bock, auch mal einmal The Legend of Zelda, A Link to the Past, Dungeons of Infinity zu spielen. Aber na, ich nur mal auf PC. Na, ich hingegen würde gerne mal weiterhin Breath of the Wild spielen. Na. Weil ich hätte auch mal wieder Lust drauf. Aber erstmals hab ich schon was zum Weihnachten gewünscht. Was ich bald kriege. Ja. Ich Dragon Ball Sparking Zero. Und ich habe ich hatte zum Weihnachten gewünscht, und zwar hier Persona 5 Royal. Oder wie das sowas heißt. Weil ich möchte damit natürlich auch endlich mal auch mal einmal ein Spiel Persona spielen. Ist auch ein RPG-Game. Ja, und Totemla spielt das natürlich auch, verschiedene Persona-Spiele. Man kann es auf Englisch oder auch auf Japanisch stellen. Also die Stimme, ja. Ja. Weil zum Beispiel bei Spy X Anya, da ist es nur auf Japanisch. Ja, da ist die Stimme nur Japanisch. Ja, weil das aus Bandai kommt. Bandai Namco, ja. Nehmt euch bei diesen Sumpfstäbchen in Acht, der hat nicht einen Raketenwerfer. Oha, okay. Ja, der kann ganz schön sehr Damage machen. Also der Fischstäbchen als Sumpfmonster. Ja, aus dem Fortnite-Event. Ähnelt sich was, das Spiel ähnelt sich wie Metal Gear Solid. Ja, so in der Art, ja. Da! Oder sowas in der Tat bei Snake. Ja, wenn er stirbt. Snake! Oder den Game Over Screen. Ja, das stimmt. Ach ja. Zum Beispiel der Solid Flo, der spielt ja gerne den Metal Gear-Reihe. Ah. Oh, ich hab grad was freigeschaltet. Und zwar Excalibur. Das ist diese Excalibur. Ja. Schrotflinte. Ich das auch schon mal in der Kapitel 4 gespielt habe. Hey Mario, willkommen im Stream. Genießt den Stream und habt viel Spaß. Habt viel Spaß.
Wie geht's mir stets? Hab auch natürlich hier dich als Support genommen, Mario. Also er hat gesagt hier Funload Speed und Truth Tell Enterprise. In Mario, im Kanal von Zocker Mario hatte er 3 Kanäle. Und, den, und dann kann, da kann man auch natürlich hier einen Support geben. Ich brauch Geld. Ich nehme mit ein. Ich nehme mit ein HP. Warte. Oh, die Waffe habe ich sehr vermisst. Ja, ja, diese, wo man diese Schwerterklinge abschießt. Explosive Schwerterklinge. Ups! Entschuldigung. Keine Sorge, ich bekomme keinen Schaden ab. Alles gut. Als ob ich mit einem Leben überlebe. Yes! Level up! Sehr gut. Level up! Also er hat gesagt hier so, wie bei Sonic Heroes, sagen die immer so, Level up! Keine Sorge, ich schieß nicht daneben, weil ich möchte nur ein bisschen Skill daraus einsammeln, wegen Schießen. Oh. Wegen Explosionsschaden. Deswegen möchte ich hier Skills machen. Ah, der geht immer daneben. Oh, Schleimwerfer. Ja, Explosionsschleimwerfer. Rette mal kurz mal. So, gerettet. Oh, erledigt. Willst du die Torwächter-Schrotflinte haben? Ja. Gerne. Die sind legendär. Dankeschön. Ich What? Weiß doch, was da hinter deine Lieblingswaffe ist. So. Ja, lol. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh. Ja, pass auf. Manchmal kannst du wirklich so in den Hinterhalt kommen. Upsala! Oh, sorry. Na, keine Sorge, ich nehme keinen Schaden. Oh, Auftrag erledigt. So. Ah, EP, also durch EP. Ja. So. War. Yo, nice. Oh, jetzt wird's. Oh, Achtung, jetzt wird's fies. Ja. Achtung. Weil da sind nämlich jetzt zwei oder drei Bosse, die den Granatwerfer haben. Aua! Ich hab's dir gesagt. Die sind jetzt fies. Oh, das glaube ich dir, dass es fies wird. Je weiter man kommt, desto fieser wird's hier auch. Weil das sind nämlich Bossgegner. Erinnert mich auch manchmal einiges an Worms 3D. Ja. Wow. Dann schießt jemand aus der Finger. Also wenn man hier so mit gegen Würmer kämpft. Das habe ich immer gern gespielt. Worms 3D. Weil es so witzig ist. Ja. Und was ich meistens besonders witzig finde bei Worms 3D, dass ich immer mit der Baseballschläger wegschlage. Ja.
Ich finde am witzigsten die heilige Randgranate. Ja. Ich habe aber bei Kampagne auch meistens auf Deutsch genommen. Also, als er gesagt, die mit deutscher Stimme. Ja. Und dann, wenn er mal so getroffen wird, da sagt er so, warum immer ich? Ja. Ja. Wie sagt man so schön bei den Bunnies? Feuer! Weil bei, wie sagt man so schön, Bunnies ist echt wirklich feuerbesessen. Feuer verrückt. In der Badezimmer. Jawohl. Jawohl. Oh! Rettern! Ja. Achtung, hier sind jetzt mehrere drinne. Oh oh. Aber wenn man das hochsteigt, wird es auch natürlich Schaden ein bisschen weniger. Also wenn die Gegner uns schießen. Das heißt, du hältst mehr durch, ja. Okay. Oh! Gerettet. Oh, Achtung. Ja, das ist auch fast so ähnlich wie so ein Zelda-Dungeon. Au. Ja. Ja, weil man an einige so manchmal Charaktere macht, sagt auch mal auch einige so immer so, wenn man besiegt ist, so. Duh. Nein! Duh. Oh Gott. Die Schaden sind ungeheuerlich. Keine Sorge, ich bin bei dir. Alles gut. Upsa! Autsch! Ganz schön hart. Ja. Wenn man ja nicht so stark ist, ja. Ja. Oh, jetzt wird's fies. Jetzt kommen wir so Stäbchen mit Raketenwerfer. Als großer Boss. Ja, da musst du aufpassen. Aber hinter der Wand ist er sicher. Ja. Oh, das war kein guter Treffer. Hey, ah! Das habe ich ja gesagt, er hat einen Raketenwerfer. Und der macht ganz schön übel Damage. Der Schrei kam ein bisschen was wie bei Knuckles aus Mario und Sonic bei Olympischen Spielen. Ja. Oh. Hier. Zwei Spieler sind rausgegangen, weil die keinen Bock mehr haben. Upsala. Ja, das ist nur random. So. Ups. Autsch. Oh, schon. Jawohl. Der ist erledigt. Oh cool, T-Rex-Kopf. Das will ich haben, ey. Warte mal, gibt's hier irgendwie, wo man retten kann? Ja, hier. Aha. Warte, au! Oh, 2500, wow. Was, die leiden Verbrennungen? Ja, weil ich einen Buff habe. Manchmal dachte ich so, ist das wie so eine Lava? So eine Lava? Er hat gesagt, wie so ein Lavalampenfeuer aus. Es gibt dazu Buffs, dass jeder dazu hilft, die Gegner noch zu erledigen. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Minions
Dann sehe ich die Lava-Lampen, Lava-Waffe. Ja, wie sie in die Lava schießt. Der hier Lava schießt, genau. 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 Aber Minion Rush habe ich auch immer früher gespielt. Das ist so witzig. Ah! Warte mal, ich geh raus. Komm. Weil Minion Rush habe ich auch früher mal gern gespielt. Ja. Bei Silvester kommt ja immer hier diese Party-Minion. Und dieses Es muss hier so. Ah, hier! Ah, nee, das ist ein Gegner! Schlingel! Einfach versteckt wie so eine versteckte Eule. Aber früher, so zum Beispiel als Kind, habe ich auch immer gerne Angry Birds gespielt. Angry Birds, ja, ich hatte schon lange gespielt. Ja, und dann, ich hab davon den ersten Kinofilm auf DVD. Oh, wo ich ja so auf dem Handyspiel gespielt habe, da gab es nämlich sogar auch so eine Angry Birds Spiel, das nennt sich Angry Birds Stella. Ah, okay. Das da geht's auch schon. Da geht's um so einen pinken Vogel, die heißt Stella, auf so einer Insel. Ja. Da kämpft man auch gegen die Schweine, aber mit anderen weiteren Vögeln. Stimmt. Ja. Da gibt's eine, die bohrt sich wie so eine Bohrer direkt runter. Wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Das war irgendwas mit dem Trommeldings. Ja, das ist die musikalische Vogel. Dann gibt's, ja. Luca, die mit Glas schreien würde? Ja, die Luca, das ist die kreischt, die Glasscheiben rumkreischt, kaputt macht. Und dann so. Ja. Hey, wo bist du? Ach, du bist oben. Ja. Achtung. Und dann gibt's eine, die künstlerisch ist. Weiß ich aber nicht mehr, wie die heißt. Aber die kann ja so rumdrehen, also so rumwirbeln. Und eine, die kann hier so wissenschaftlich machen. Das ist so eine Eule. Ja. Ist das Wasser? Das Freund ist Eis eher. Nein, das ist eher so künstliches Wasser. Das sind nämlich ganz schön viele. Und die Schweine von Angry Birds Stella sagen mal so nöf nöf. Und dann später, wo dann später ein neues Angry Birds Spiel kam, das nennt sich hier Angry Birds 2. Okay. Aber ja. Da gibt's eine neue Vogel, wo man hier direkt hier spielt. Das ist so eine graue Vogel. Aber von normale Vögel von Angry Birds weiß ich ja, ist es Red, Jay, Jim und Jake, Bombe, Chuck, Matilda, Stella, Bubbles, Hall und Terrence. Ja. Ach, jetzt kommt ein Bums. Der hat nämlich exklusive Bogen. Ach, Boombogen wahrscheinlich. Ja. Das ist der nächste. Das ist nämlich der Shogun, den ich mal damals hatte. Shogun! Ja. Oh. Autsch. Oder wäre das so ähnlich wie Turok so ähnlich? Ja. Turok habe ich auch früher immer gern gespielt. Da! Warte, zur Seite. Aber meistens bei Turok habe ich immer die erste Teil gespielt.
Also der erste Teil nennt sich ja Dinosaur Hunter. Ja. Oder man am Ende erstmal gegen einen T-Rex kämpft und dann gegen so eine Cyborg. Ja, Volltreffer. Hast zwar getroffen, aber machst du nicht so viel Damage. Verstehe. Ja, du musst nämlich dein Attribut ganz schön verbessern, wenn du, falls du stirbst. Ach so, Und das war jetzt gerade von uns vom Luigi. Bei Mario und Sonic bei Olympischen Spielen dieses Ja. Aber irgendwann werde ich mir auch Luigi's Mansion 3 holen. Ja. Aber der hat aber eine andere Stimme hier so. Wow! Ja. Ja, wenn man hier so diese. Aua! Ja, war ich dieses Schwert, der er an mir hatte. Ja, aber wo man hier dieses Ding hier so rumschwebt oder rumspringt, da sagt man so, wow! Ja, der neue Schreckbeck-Version. Und natürlich Fluigi. Ja. In Englisch Jugun ist heißt der Guigi. In Englisch heißt der nämlich Guigi. Ja. Sehr gut. Yo, der Bossgegner ist weg. Jetzt noch die anderen. Wo ich ja wieder nach Hause angekommen bin, habe ich hier One Piece geguckt. One Piece gucke ich auch gerne. Auf Pro7 Max. Ja. Früher gab es da noch andere Anime-Filme auf RTL 2, da habe ich immer so Yu-Gi-Oh! Geguckt und Pokémon. Warum seid ihr so weit? Ich bin nicht so weit hier. Ja, weil ich Endro helfe. Au! Nee, das wird nix. Oh, oh. Oh, oh. Oder? Wird es was? Doch. Doch. Weil ich mehr Leben habe. Ach so. Oh, schon 126.000. Wow. Alter. Oh, da ist einer, wo man retten kann. Jo. Und Auftrag erledigt. 12.000. Ja. Also 2.000 Erfahrungspunkte und nochmal 1.000 Erfahrungspunkte. Oh, jetzt kommt Eis. Alter, hier kommt das 1.000 XP. Upsala. Ach, hier ist der Werkbank. Ach so, es sind auch Fallen! Ja. Ja, hier gibt es auch Fallen. Eisfallen! Wo man hier. Füße einfrieren, ja. Oh ja, das kann ich ja noch an so einen Death Run erinnern. Oh nein, daraus weiß ich noch beim Death Run, wo wir da gespielt hatten, da habe ich mich übelst aufgeregt. Habe ich mich übelst aufgeregt bei diesen kleinen, wie nennt sich das? Diese kleine. Röhren. Oder Stangen. Oh, kleine Stangen. Da habe ich mich übelst aufgeregt und bin immer jedes Mal in die Lava runtergefallen oder auf dem Stacheln. Ja. Und wäre auch meine ausgetippt. Und da habe ich gesagt, schnell raus hier. Schnell raus hier aus dem Death Run. Ja, nee, ich habe gesagt, nee, ich mache ein zweites Mal mache ich das nicht mehr. Ja, das war ich, dass ich das ausgesucht habe. Ich werde lieber mal. Ich habe auch einen Death Run mitgebracht, aber das ist nur intens. Ah!
Oh, rutschig! 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 Bleib da stehen! Bleib stehen! Sehr gut. Na, den Eiseffekt, den finde ich so nervig. Das ist rutschig. Ein Granatwerfer, schade. Ja, jetzt wird's noch ekliger. Das hier ist jetzt ekliger. Ja, wenn man vom Eis hier so betritt. Autsch. Aber wie gesagt, wie ich ja so gesagt habe, Spy X Anya macht mir sehr Spaß. Okay. Auch wenn man Minispiele spielt. Und hat man ein bisschen ähnlich wie Stuart Little aus dem PlayStation 2 Spiel. Was sind hier ähnlich? Stuart Little. Ach, Stuart Little, okay. Wo man hier Fotos macht. Ja. Und Anya wollte hier, ouch, hier die Erinnerungen einsammeln, also Erinnerungsfotos machen. Ja. Und da gibt es hier ein... Deswegen heißt ja auch das Spiel Spy X Anya. Operation Memories. Ja. Also Operation Erinnerungen. Ja. Au! Ja. Deswegen, explosive Waffen sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und da gibt's einer hier, der. Da gibt's einen Junge, der kann Anya eigentlich auch nicht leiden. Wenn die immer so solche Grinsen macht. Ja. Scheibenkleister ist überall. Warte, ich komme. Aber wird das auch eigentlich die Waffen immer hochgestiegen, wenn man hier viel Geld sammelt? Ja. Da hast du aber auch mehr Auswahl an Waffen. Aha. Aber wie gesagt, pro geschaffene Level ist nämlich zufällig, dass man eine bessere Waffe kriegt. Ja. Das ist auch genauso wie bei Dungeons of Infinity. Da muss man auch Glück haben, um bessere Waffen oder Ausrüstung zu kriegen. Ja, es gibt aber auch hier zum Beispiel hier das Spiel Yo-Kai Watch 3, da gibt's auch Dungeons. Ja, das ist ja auch ein RPG-Game, aber das hier ist was völlig anderes. Ja, weil zum Beispiel hier bei Yo-Kai Watch 3 habe ich immer hier Artefakt gesammelt. Ja, das heißt Artefakt. Okay. Anstatt Artefakt. Und dann am Ende muss man gegen Boss kämpfen. Aber was ich bei Yo-Kai Watch besonders nervig finde, ist hier der Schreckenszeit. Den Oni. Genau. Gargaroth. Und Orkaloth. Genau, das sind die großen Yo-Kai Onis, die in der Schreckenszeit. Es gibt auch noch in Oni es am Yo-Kai so legendäres. Autsch. Na, verdammt! Jetzt muss ich alleine weitermachen. Alles gut. Aber ich kann jetzt aber erstmal hochsteigen. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ich weiß. Oh, 20.000. Nee, da würde ich. Da kannst du wirklich was hochsteigern. Okay, warte mal, 20.000, das geht ja noch. Ich habe ja auch 146.500. 65.000 gehabt. Nice. Ihr werdet richtig gut. Und das nächste... 780.000! Ja, es wird immer teurer, wenn man... Ach so, bleibt. Explosive, okay. Ich habe gerade Shotguns freigeschaltet. Nice. Ja, nimm Shotguns. Warte. Ja, halt eine gute. So, warte, jetzt muss ich erstmal hier die ganzen Upgrades einsetzen. So. Warte mal, ich würde mal hier... Was ist das? Damage Boost ist ja wahrscheinlich Angriff. Ja.
So, Damage Boost auf Level 7. So, Damage Boost. Und dann wechsle ich mal kurz mal hier zu Shotgun. So, Shotgun. Shotgun. So. Oh, 1,5 Millionen für das nächste freizuschalten, die andere Waffen. Alter, ist das viel. Oh, Ranger-Schrott. Schrottflinte. Oh ja. Dank die Werte. Autsch. Ja. Das ist nun mal so. Aber ich habe auf jeden Fall die Schrotflinten dazu hinzugefügt. So. Ja, die. Ah, DMR, oh Gott. Da muss ich eben den Maschinenpistole einsetzen. Ja, musst du. Oh, diese Explosion. Aber Denso ist sehr weit gekommen mit mir. Ja, ja, mit vielen Punkten. Hey. Oh Gott. Fails gehören halt mit dazu. Ja, Fails gehört auch dazu, genau. Oh! Eine heilt mich. Das ist super. Danke, Zwillingen 16. Zwillingen 16, ja. Zwillingen 16 oder 61. Habe ich euer Interesse geweckt? Ja. Link, tue ich das dann auf Favoriten drauf? Ja. Weil sonst weiß ich denn nie mehr, wo das ist. Da tue ich das dann auf Favoriten rein. Ja, aber kann man auch alleine mit anderen Random spielen. Ja, das stimmt. Ja, auch wenn ihr ganz weit hinten seid, durch Teamarbeit bekommt ihr auch extra Geld. Ja. Ich brauch nur Geld. Stanali, was ich da noch so sagen wollte, ich habe ja letztens gerade heute ein Video geguckt von Season oder wie der heißt, weil der sagt immer so, oh, Rattelfahrer! Okay. Ja, ich habe mich so schlepp gelacht, als ich das gesehen habe. Oh, okay. Weil, wo er den GTA hier haufenweise Fahrradfahrer umfährt. Ja, GTA 5. Ja, so, oh, Rattelfahrer! Ja. Wie hat das jetzt überlebt, jetzt bitteschön? Oh, noch ein Rallyfahrer. Okay, Mr. Rallyfahrer, das wird jetzt ein Nachspiel. Rallyfahrer! Ja, so als der YouTuber, als Shiba Inu. Ah, mhm. Okay. Also als Hund, also so Shiba. Ja. Eine japanische Hunderasse. Nee, chinesische eher. Okay. Das ist eine chinesische Hunderasse. Ah, ich habe jetzt bis jetzt noch nicht mal diese Granatenwerferwaffe bekommen. Oh, langsam steige ich. Fressen, Schrott, Patronen! Fress, Schrott, Patronen! Aspirin. Ja, das ist, wo man hier so richtig ernst nimmt. Alles gut.
So. Rast das! Hasta la vista, baby! 1, 2, 3. Dann. Hasta la vista, baby! Das. Das. Autsch. So. Jo. Oh, ja. Heile mich. Danke, Sanamilio. Autsch. Ah, Sanamilio wurde auch eliminiert. Aber je mehr wir eliminiert und im Team, desto schneller werde ich das Geld kriegen und Power-Ups hochzusteigen. Ja. Ja. So, erstmal Schildregeneration oder soll ich den Schild hier hochsteigen erstmal? Schild und Leben ist auch sehr wichtig, ja. Okay. So, Level 42 Heilung und Level 42 Schild. Level 7 Damage und Level 4 Schildregen und Level 11 Heilungsregeneration. Ja, ich komme schon näher. Oh, oh, Schrotflinte, also normale Schrotflinte. Ja, das wird. Also früher, wo ich ja zum ersten Mal Fortnite gespielt habe, bin ich immer ein Schrotflinten-Fan. Der hat Schrotflinten geliebt und Pumpgun gehasst. Ja, aber jetzt ist es geändert. Ja. Außer Pumpgun. Also andere Schrotflinte habe ich gemocht, aber außer Pumpgun. Bei Gegnern macht sie immer übelst Schaden. Rettung. Oh, der Schild. Also er hat gesagt, dieser Schild. Also dieser Schild aus Kapitel 4. Naja, Ritterschild. Ah ja, Wächterschild heißt es. Ja, Wächterschild. Danke, danke. Da gab es ja den Risskönig und die Risswächterin. Ja. Das war nämlich aus der Kapitel 4 Reihe. Autsch. Alter! Alter, was? Nein! Ich will Munition laden. Ah. Ich war fast tot, ey. Aber auf jeden Fall, dass es aussieht aus wie der Skin aus der Summer Season. Ich muss jetzt erstmal mein Leben regenerieren. Aha, okay. Ich nähere mich schon an den letzten Bossgegner. Nice. Gab's auch so eine. Wenn er sich dann nicht so oft bewegen würde, ey. Das ist so nervig. So. Ja. Aber es gibt aber auch einige Raum, wo mit Lava drin ist. Da. Hat sich hier nur versteckt. So. Autsch! Erledigt? Nein. Keine Sorge, aber ich habe noch ein extra Leben. Ah.
Pilz. Extra Leben gibt's auch. Ja. Das müsst ihr auch upgraden. Also das dient als Buff-Effekt. Warte, komm her. Sana, Milli. So, bitteschön. Yes. Fies versteckt wieder mal. So, danke, San Emilio. Die Lache von Sascha. Ja, war das manchmal auch so ähnlich wie der von Woody Woodpecker. Alles gut. Ihr kennt natürlich auch das Trick, den Trickfilm Woody Woodpecker. Ja. Dieses. Ja. So, bin jetzt beim letzten Bossgegner. Sehr gut. Ja, wenn ich durch bin und wenn ihr stirbt, machen wir dann das Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau. Oh mein Gott. Checkpoint. Ah! Da bist du. Ach, hier war der gerettet werden muss. Ja. Terra werden immer so schwerer und schwerer. Ja. Was sagt Silberwolf immer? More enemies. Ja. Letzter Bossgegner besiegt und ich bin durch. GG. Glückwunsch. Jo. Wir sind noch da. Keine Sorge, wir sind noch. Ich bin noch am Leben. Einer weg. One down.
Very good. Und ich möchte dieser. Ich möchte das haben. Ach, ich kann das nicht einsammeln. Das ist meins. Achso. Alle, komm her. Komm her, Sanamilio. So. Torwa ist geil. Der Trommelgewehr, das war eins meiner Lieblingswaffe aus der Wildnis-Season. Ich halte mich auf die Wache. Alles gut. Ich fress gerade die Gegner die Damage. Ich gehe schon mal raus und warte auf der Lobby. Ja. Wenn ich tot bin, dann gehe ich auch dann in die Lobby. Ja. Da! Entschuldigung. Hast du sie den Tor zugemacht? Das ist eine gute Taktik. Tu zuschließen und wieder regeneriert kurz. Ah! Okay. Aber ich bin gerade noch am regenerieren. Ja. Sehr gut. Alle eliminiert? Ja. Sehr gut. Warte mal, gibt's hier noch irgendwo, so, wo man retten kann? Ach, da! Ja. 2000. Ich auch. Schon 15... What? Ja. 15 Millionen?! Ich hab jetzt schon 15 Millionen! Wie? What the heck? Guck mal in meinen Stream! Und das siehst du hier! Ich hab gerade gesehen, dass du 15 Millionen hast, Bot, aber... Was? Warte, Stunner Medium. Ich hab's euch gesagt, durch Teamarbeit bekommt ihr auch extra Geld, egal wo man ist. Ich bin auch sprachlos von mir. Weil stellt man sich vor, wir sind ja wie Eminem hier, also dieser Rapper. Mach mal den Tür zu. Warte mal. Okay. Das war ein toller Überraschungsangriff. Au! Zu! Ich lebe noch. Ich auch. Ich hab's erleben. Ja, jawohl. Sehr gut. Sehr gut. 2500. So. Achtung, nächste Gegner. Ja, ich habe gerade das Schild genommen. Ah, da ist auch noch einer, die retten muss. Habe ich schon gerettet. Außer ich nicht. So. 2.500. Da! Ach so, das ist diese Maschinenpistole. Oder Maschinenpistole, wo man hier aufladen kann und schießen kann. Ja. Alter, wie viele sind das? Einige. Ja. Alter! Wie viele sind das? Du kriegst halt Panik. Ah! Ich bitte dich. Danke. Als ich das auch damit angefangen habe, ich habe gedacht, was zur Hölle? Wie viele sind das auf einmal? Das ist genau wie bei Trimax zum Beispiel. Wie viele sind das? Oder so wie beim Ark Survival Ascended, wo immer ganz viele Libellen kommen. Ja, eins eliminiert, sehr gut. Sanamidio, komm her. Nächste.
Nächste. Sehr gut. Ja, hab ihn. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich so noch ehrlich. Hab ihn. Zwei weg. Hab ihn. Sehr gut. Warte mal, wo ist der eine hier, wo man retten kann? Oder gibt's hier keine? Oh, Rakete? Hab ich gerade gehört. Oh oh, Boss! Ach, der Sumpfstäbchen hat den Raketenwerfer. Bei dir müsst ihr euch acht nehmen. Weil wir müssen erstmal hier Gesundheit aufladen. Bei dir macht mir jetzt ein Raketenwerfer ordentlich Schaden. Aber die hat. Aber. Das Danali hat, der hat ein Schild. Er hat ein Wächterschild. Danali, komm schnell! Ja, ja, ja. Oh Gott, jetzt sind wir zu zweit. Ja, das wird lustig. Das wird... Ja, wie lange das dauern würde, keine Ahnung. Warte mal. Ich versteck lieber hinter den Spind. Da war gerade die Füße. Au! Au! Ach, du bist oben. Ja, ich bin schon die ganze Zeit oben. Da ist er. Ich habe erstmal den... Nein. FPS, nein. Ach ja, ich habe so nur noch ein geiles Dings. Das heißt Miner Tycoon. Miner Tycoon? Ja, das ist so ein Simulator-Spiel. Ah, okay. Also wie beim Farming-Simulator. Genau. So von der Art. Ich habe schon mal einige Tycoons schon mal gespielt. Ja. Ach ja, Stanadi, ich habe auch mal mit diesen Minen-Tycoon damit angefangen. Bin auch sehr weit gekommen. Ich bin bin in den dritten Area angekommen. Ah, okay, ich habe eher den ersten Area-Boss-Gegner besiegt. Gibt es da verschiedene Bosse? Ja, es gibt verschiedene. Der erste ist der Pilzkönig. Aber gibt's auch hier so, also mir nur so als Vorstellung hier Raptoren manchmal als Gegner zu kommen? Level up, ja. Also gibt's Raptoren? Also Raptoren nicht, aber es gibt ja einige. Okay, lol. Ich dachte so, es wäre, wenn auch mal Dinosaurier-Gegner auch dazu kommen. Das ist eher unwahrscheinlich. Ja, das ist so unwahrscheinlich. Da. Aber ich habe meine Waffe so. Der macht jetzt Selbstschaden. Hat er jetzt Selbstschaden genommen? Okay. Der hat jetzt Selbstschaden gemacht, den Schild. Dieser Lama. Das ist auch eine sehr gute Taktik. Wenn du den Wächterschild hast, und du näherst dich dem Sumpfstäbchen und wenn er abfeuert, kriegt er etwas Selbstschaden ab. Ah, verstehe. Aber wie gesagt, der hat sich einige Gegner eliminiert! Fail. Wie gesagt, der Granatwerfer ist eine der besten Waffen, weil er mehr Reichweite hat und hat ja auch größere Explosionsschaden. Also Explosionsschaden. Na, dann. Gut, dass ich ja ausgewichen bin. Ja, bei den Granatwerfer habe ich ja schon mal auch. Ich kann mich nur noch an den Hordenansturm erinnern. Oh Gott, ich erinnere mich auch noch. Bei Havoc Hotel 2 gibt es den Granatwerfer nur in selten und legendär. Ah. Ja. Autsch. Der ist gleich besiegt. Ich leb noch. Der ist gleich besiegt. Ah, erledigt. Oh, zum Glück kein Schaden genommen. Er hat wohl zum Besieg mal kurz.
Da. Was macht er denn? Da hat einfach einige Feinde eliminiert. Au! Ja, das wird immer so viele Clips daraus kommen. Nee, da muss ich so ein React machen. Also ein Reaction-Video. Ja. Ja, da wirst du auch bestimmt reagieren. Wie zur Hölle hat Sascha das denn so geschafft? Ah, eliminiert! Der ist weg! Der ist dead. Yes! Und da will ich mir auch denken, dass der alleine wird bei mir reagieren. Was zur Hölle? Wie schnell hat der Sascha das schon so schnell geschafft? Da! Wie zum Teufel greift er jetzt an? Wir sind doch noch nie drinne! Ja, das ist bei mir auch so. Wenn sie nicht sehen, dann fangen sie halt gleich an zu ballern. Oder wie die Gardisten aus Jack 2 Renegade. Ja. Und dann sagt man uns so, stopp das Fahrzeug! Ja. Weil die Gardisten so ähnlich wie Polizisten aussehen. Ja. Oder hier, wenn es dann mal so getroffen wird und dann so. Uah! Hit. Hit. Ich muss nachladen. Reloading. Was zur Hölle? Nein. Raus. Zieh dich! Sehr gut. Oh, ich mach's genau wie bei aus der Goddess of Victory Neek. Erstmal verstecken und dann angreifen. Dann wieder verstecken, dann angreifen. Ja. Aber ich habe mich daran auch ein bisschen so gewundert, dass auch ein Charakter auch Alice heißt. Okay, dann. Und bei, anstatt Kommandant nennt die mich Häschen. Okay. Okay. Ja, weil die ist immer die freundlichste aller Neek-Charaktere. Einer weg. Nächster weg. Bei Alice sagt man so wie aus Alice im Wunderland. Den ist er auch. Aber ich habe aber zum Glück zwei spezielle Märchencharaktere bekommen. So, warten. Halt, warte, ich muss irgendwo finden, wo es hier so zum Retten gibt. Resave extra Bonus. Ich habe ja zum Glück hier bei Goddess of Victory, Goddess of Victory hier Aschenputtel und Grave bekommen. Ja. So. Können wir wieder mal haufenweise rumschießen, wenn es auch da richtig treffen. Was ich sagen wollte, bei meiner Tycoon habe ich meine Waffe so eingestellt, dass ich unbegrenzt rumballern kann. Au! Oh, 6 HP! Oh mein Gott! Hörst du auf mich aufzuschießen? Hörst du auf mich zu schießen? Lol! Tja, Denzo, die werden nicht aufhören, auf dich rumzuschießen. Die hören erst auf, wenn du stirbst. Ja. Ha! Alter Schwede. Alter, Chaos ohne Ende. Ich muss regenerieren. Kurz. Da!
Oh, 5 HP! Oh mein Gott! Es wird immer schwieriger, wenn ihr voranschreitet. Ich würde lieb gerne mal so Explosivwaffen machen, aber das dauert viel zu lange, wenn man viel Geld einsammelt. Aber ich habe zum Glück. Ah! Oh. Nein, 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 nein. Ich glaube, morgen müssen wir noch einen weiteren Fortnite-Stream-Modus machen. Ah! Vorsicht! Ha! Erledigt! Oh, Ene weg! Heilige Käse, Yugi! Oh mein Gott, oh mein Gott! Yes! Erledigt! Ja! Ist er noch bei? Yep. Ja! Jawoll! So, ich nehme das. Warte mal, hier, wo ist es hier? Wo ist hier der, was, wo man es retten kann? Ich höre es, ich höre etwas. Da war so. Aber wo? Was zum. Ach, hier oben! Ah, seid ihr jetzt bei dieser Treppe? Ja. Ah ja. Ja, wir sind bei der Treppe. Für Münzen. Nom, nom, nom. Aber ich meine euch, da werden ja jetzt viele Feinde vorkommen. Ah, okay. Nee, warte mal, da brechen wir uns erstmal ab, Stanali. Ja, okay. Da brechen wir uns erstmal ab. Ja. Ist auch in Ordnung. So, Favorit auf jeden Fall, also favorisiert. Daumen hoch und dann erstmal zur Lobby. Also da favorisiert habe ich. Lol. Ich hab auch eine Favorisierung gemacht. Ja, damit ich das auch so zum Beispiel auch hier weiterspielen kann dann. Ja. So, jetzt haben wir noch hier beim. Bei Sascha hat mir dann noch hier die. Oder hab ich denn den Tweet geschickt? Ah, nein, ja. Ich hab den Tweet geschickt, wo wegen den neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Dimension Map. Aha. Dimensions, okay. So, warte. Ich werde gleich mal hier auf die Lupe nehmen und eingeben. So, Inselnamen. So, lädt. Danke. Warte. Ja, Level 54. Super. Nice. 1. Ja, so. Bei Rook-like Minispiele kann man auch sehr viel EP sammeln. Ja. So. Teenage Mutant Ninja Turtles Dimensions Rouge-like. Jo. Gut. Dann let's go. Jo. So, ja. Oder er hat gesagt, Kawabanga. Eiscreme gefährlich?
Obwohl, es ist ja Herbst. Ja. Warte. Sascha, guck mal. Was ist? Hier, guck mal, was ich habe. Also er hat gesagt, auf mein Emote. Ja, den Eismobil. Ach ja, von Antonia. Ich nehm Pizza. Das hab ich auch. Ja, bei Teenage Mutant Ninja Turtles, die essen ja auch gern Pizza. Wenn sie ja. Pizza-Zeit ist. So. Es geht los. Let's go. Drücke bauen, um euer Lieblingsturtle mitzunehmen. Okay. Ja, man kann die Turtles als Assistentenhilfe mitnehmen. Zwischen vier Schildkröten. Ja, wenn die Assistentenleiste aufgefüllt ist, kann man die herbeirufen. Und dann Kawabanga. Ja, durch Upgrades helfen die uns länger. Ah, verstehe. So, das ist jetzt wie die Basis. Warte, es ladet noch. Lädt. Oh, Pearl-Weiß-Turm, der macht da jetzt auch mit. An so einen random Spieler. Ja. Ah, Dentro ist drin. Ich nehme. Willkommen in der Basis. Ja, ich nehme Raphael. Ich hab Leonardo. Also die Waffe. Finch, Shredder and Defi Team. Benutze Teleporter und kaufe Upgrades und komplette deine Höhle. Ja, weil hier in der Basis muss man auch Upgrades machen. Kämpfe ja, und kriege Münzen. Nehme Auftrag an und kaufe Items und durch Münzen und irgendwas. Ja. Wenn du Aufträge erledigst, bekommst du von Splinter haufenweise Münzen. Warte. Das ist der sogenannte Dimensionsteleporter. Mhm. So, Moment, ich muss erstmal hier Münzen einsammeln. Und die hier, die Items, die hier so unsichtbar sind, kommen dann wahrscheinlich dann, wenn wir die Münzen eingesammelt haben. Ja. Und kaufen. Einige sind billig, aber einige sind teurer, mit 20.000. Ah. Oh, warte, hier ist noch Münzen. Jo, Leonardo, erstmal alle. Damit er mir hilft. Ich habe Raphael. Erstmal alle Münzen suchen in der Gegend. So, get quest for coins. Spiele, 20 eliminieren. Spiele. Eliminieren mit Katana, Eliminierung mit Stuff. Eliminieren mit Viv Sai und Eliminierung mit Shaku. Ja. Spiele für 15 Minuten, besiege 100 Feinde, 20 Eliminierungen mit dem Stab. Warte mal, was ist das nochmal? Was ist eigentlich nochmal Sai? Das ist so Dolche mit wie Dreizack aussehen. Okay. Ach, das Intro! Oh Gott. Ach, das ist ein Kampfspiel. Let's go! Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, das ist so ein Intro-Musik aus der Serie Teenage Mutant Ninja Turtles. Pizza! Ja, die heilen. Damit kannst du dich damit heilen. Heilungs-Items sind das. Ich hab nicht mal einzelne Damage abbekommen. Aber nimm aber bitte auch Pizza dabei. Area,
complete. Das war ja auch der erste Level. Je weiter wir kommen, desto schwieriger wird's ja auch. Auf zum Portal. Area cleared. Weniger Schaden. Challenge out Justiz. Nehme ich. Level 2. Level 2. Oh nee, das Meme tiltet. Tilted Towers. Ja, das und sogar das Meme. Die Ungetüme. Ja, das ist der Raum, das ist die Welt aus der Fortnite. Fortnite OG, diese Tilted Towers. Ja, danke. Ach, das soll eigentlich diese Gehirnmonster darstellen von den. Ja, von den. Diese Teenage Mutant Ninja Turtles, diese Gehirnmonster. Endboss ist der Shredder. Ja. Aber was passiert, wenn das hochsteigt, hier diese... Achso, man kann Waffen wechseln! Ja! Aber ich bleibe bei den Katanas, weil die ist auch, das ist auch eine gute Waffe. Ja. Aber ich weiß nicht, was auf der rechten Seite, wo man hochsteigt und wenn es komplett ist. Das ist die Assistentenleiste. Wenn du die Kreistaste drückst, kannst du deinen Ninja Turtle Charakter herbeirufen. Ah, okay. Ja. Minus 50% Damage. Ja, ist auch gut so, ja, damit man länger durchhält. Level 3. Level 3. Ah, und die Kreis, wo es in der Mitte so schwarz ist, sind die Zwischenbosse. Ja. 61 Gegner. Jetzt wird's ein bisschen eklig, weil jetzt kommen auch manche Gegner mit Schilde. Hallo, Raphael! Und Kisten kommen! Ja, das ist doch eine gute Abschneid. Ich habe ja schon mal den Kinofilm von Ninja Turtles geschaut, von Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtle Power! Perlweißturm. Hä? Klingt auch noch so ein deutscher Fortnite-Spieler. Oh, au! Leute! Ich hab's ja gesagt, die mit Schilde, die sind so fies. Sind deine Leiste auch hoch? Oder nur noch? Nee, du wirst erst wieder überlebt werden. Ich meine hier die Turtle-Leiste.
Ja, nee. Die sind so unfair mit Schilde. Ja. Level 4 vergeigt. Die sind so unfair, ja. Naja, macht nichts. So, warte, jetzt gucken wir mal hier, was hier zu kaufen kommt. Warte, Upgrade Coin Generator. 20 Coins. Upgraded. Grill. 100 Coins. Selbst 100 Coins. Alter Schwede. Und hier gibt es diesen Arcade-Automat. Pro Sekunde kriegt man mehr Geld davon. Ah, okay. 360 kann ich abholen. Nice. Aber 200.000 Münzen für so einen Kühlschrank. Ja. Und sogar diese Schwali-Plüschfigur auch 20.000. Warte, der Gong auch 20.000. Boxsack 100. Also 100 Coins. Das ist aber ja nur erstmal zum Aufwärmen da. Yep. Warte mal, TV? Auch 20.000, Geld. Alter! Warte mal. Toilettenblume? 20.000. Ja. Also für 200.000. Toilettenblume. Bleh. Golfclubs? 20.000. Level up. Tomatenpainting? 200.000. Oh. Skateboard war 20 Münzen. Ach, hier kann man auch hoch. Ah, der Pizzascheibe kann man seinen LP Lebenspunkte erhöhen. Ah. Bug, was ist das denn? Rug. Ach, ist das hier dieser Fell? Fellteppich. Fellteppich. Was ist das da? Amor. 20. Ah, da kannst du deinen Alliierten Schaden erhöhen. Mhm. Also die Turtles, die dir helfen, können mehr Schaden anrichten. Sofa 20. Mist, ich hab keine Münzen. Nee. Hast du Münzen? Ich hab nix. Und 20 gesammelt. Nice. Sofa geholt. Je mehr du kannst und je mehr Zeit vergeudet, kannst du mehr Münzen sammeln. OHP Region, was ist das nochmal? Regeneration. Ah, warte mal. Pizza-Item Heilung 100. Also 100 ja. Coins. Also, wenn Gegner Pizza droppen, erhöht sich die Heileffekt. Mhm. Ich bin so ein großer Pizza-Freund. So, wenn wir in die nächste Runde machen, müssen wir den Dimensionsteleporter hochgehen. Na dann, nächste Runde. Get ready for the next level. Ich sag immer wie bei Tekken, get ready for the next battle. Genau, bei Tekken. Get ready to the next level. Ah, ich weiß noch, bei den einen Livestream mit Lucky Chloe. Ja, ist mein absoluter Lieblingscharakter. Sagt man so, Enigmara im Tekken. Aber
Aber bei der Musik zum Beispiel von Tekken muss man auch ein bisschen aufpassen. Weil das einige so manchmal auch ein Copyright hier kommt. Pizza, 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 Pizza. Ah, ich bin zu weit gesprungen. Ah, pro Kämpfe kommen immer ein Münzen dort. Was kommt da für ein Vote? Pizzaschachtel oder die Uhr? Pizza. Oh. Never pay late Pizza. 50% also, Münzen. Also wir bekommen 50% mehr Münzen. Oh, ich bin so ein großer Pizza-Freund. Ach, bei Level 3 sind wir fehlgeschlagen. Naja, weil der... 4. Weil es auch Gegner. Wieso sag ich 4? Ich werde es bei dem Raphael aufheben. Weil wenn hier wieder solche Schildcharaktere kommen. Ich kann noch nie rufen, weil wenn es brenzlig wird, hole ich den dann raus. Ja. So, mal sehen, was für ein Vote dieses Mal kommt. Wieder Pizzaschachtel und ein Pizza. Cowabunga Dude. Das heißt, du hältst dich für 25%. Ja. Ja. Also du kommst... Cowabunga, Freund! Ja. Big Apple, 3 Uhr nachts. So. Ach, das erinnert mich irgendwie an Nickelodeon Kart Racers 3, wo hier diese Strecke dort gab. Ja, wo wir da ab und zu mal runtergefallen sind. Ja. Wenn die Schilder kommen, ruf ich dann, sag mir da Bescheid. Jetzt kommt hier welche Schilder. Ja. Los, Raphael, los! Ja, ich habe jetzt auch keine Erreichung gehört. Jawohl. Oh yeah. Oh yeah, wir haben es Level 3 endlich geschafft. Jetzt kommt Level 4. Level 4. Oh.
50% mehr Alliierten-Damage oder Leistenauffüllung. Direkt voll. Jo. Leisten voll. Oh, der ist schon voll. Ja. Man weiß nicht, was kommt. Oh, 160, wenn man geschafft hat. Wenn wir das geschafft haben. Pleasant Park. Oh, komm, ey. Wirklich. aus Kapitel 2 Reihe. Und 1. Don't forget. Diesmal halten die Gegner etwas mehr aus. Ja. Oh, eine hebt die Kiste! Wir sitzen alle. Turtle Power! Bitte, 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 bitte! Oh, danke. Oh Gott. Ja, jetzt werden da jetzt mehr Feinde. Autsch! Feinde? Ja, das ist die Ene. Ah, danke. Yo. Alter! Ich hab's doch geschafft. Gut gemacht, Sanali. Hier ist auch noch diese Münze. Danke. Oh, 643. Boah. Oh, jetzt kommt dazwischen Boss. Ich hab fast 3000 Münzen. Ich habe über 4, knapp 5000. Ach, mehr Münzen. Mehr Münzen. Mehr Münzen. Ja, macht schon Bock. Da muss ich das dann auch favorisieren. Ja. Channel 6. Aber immerhin zwei Levels weiter. Das Gebäude von April O'Neil. 39 Gegnern. Was? 39? Ich brauche Heilung. Oh, mein Schilderkreuz sind ja auch wieder da. Ja. Ob dort irgendwo Pizza ist? Nee. Scheibenkleister! Oh, mit einer Axt ist es übelst gefährlich. Autsch. Hast du Leonardo herbeigerufen? Ja, ich habe hier Leonardo herbeigerufen. Sehr gut. Get up!
mich so noch erinnere. Donatello. Ja, Donatello. Donatello. Oh, zwei Gegner noch. Drei. Jetzt zwei und jetzt gleich noch eins. Hier sind noch zwei Gegner. Ja, hier ist noch einer. Oh ja, mein Gott. Unfairen Schild. Nein. So. Erledige mal. Nicht. Oh Gott. Die Schilder, die sind am meisten unfair. Oh mein Gott! So, Alter! Donnerli. So. Bonusfeld. Ah, es tauchen Kisten auf. Tauchen Kisten? Schnell. Bonus, gefüllte Münzen. Schnell, zerstören. Ja, ja, ja. Münzen, 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 Münzen. Ich brauche Münzen. Ich hab's kurz aufgenommen. Wo es Danadi das noch gerade gerettet hat. Jo. Ja. Ich hab noch 21 Leben. Punkte. Ja, das sind Lebenspunkte, ja. Oh, schnell Heilung machen. Ich will es. I need it. Dit. Pizza. Yum, 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 yum. Ich hab. Shifty Chefs. OG Shifty Chefs. Wir sind schon auf Level 6. Ja! Das ist aus. Diese Mine aus Fortnite. Aus Kapitel 1. Und 3. Einfach die alle. Aber das sind sehen aus wie Zombies aus der alten Fortnite-Reihe. Ja. Au! Bomben! Alter, das war Bomben! Was zum? So. Das war eine Verarsche. Alter, Verarsche. Oh, Bogenschützen. Ja. Armbrust, er hat gesagt. Und die waren ja so Tarnung-Dings. Nehmt doch mal die Pizza! Meine Pizza! Ey, wie lange hält die das denn denn aus? Weil die sich doch immer teleportieren. Echt? Bitte. Links. Oh, hier sieht man die Gesundheitsanzeige. Yo. Area complete. Hier ist von Level 7.
Turtle Power. Weil wir sind ja, da meine noch. Meine Reise ist eh schon fast voll gewesen. Channel 6 and Trains. Der Eingang. Eingang. Gegnern. 48! Ja. Ja, da steht ja diese Füße. Da steht aha, der Gegner bei der Fußgang-Symbol, ja. Ach, das sind Roboter-Ninjas. Oh Gott, das sind auch noch Schilder. Au! Was zum? Ja, weil ja auch noch die Bogenschützen noch da sind. Einer mit Schild. Das wird jetzt eklig. Ja, das wird eklig. Aber immerhin Level 7. Erstmal Energie sammeln. Energie, Energie, Energie. Oh, das wird schwer werden. Ist mal ein Effekt gebe, wo man die Schilder zerstören kann. Aber das macht auch Schaden, wenn man von einem Schild getroffen wird. Ja. Oh. Die mit Schilder, die sind am meisten unfair. Und mit der Zeit regeneriert sich erst dann Ali. Aha. Weil er die ja auch diese Pizzascheibe Upgrade gemacht hat. Autsch, Bogenschütze. Game egal. Over. Ah, ja. Aber wir sind schon weit gekommen. Wir sind schon weit gekommen. Ja, ja, ja. Besser als gar nichts. Von ja. 3 auf, keine Ahnung. Level 7. So, jetzt machen wir ja noch Upgrades und dann ist Feierabend. Ja, erstmal ja. Upgrades, erstmal. Ich nehme erstmal das, was ich will. So, ich steigere erstmal Leonardo. Für Münzen. So. Donatello, wo Leonardo. Ist er? Leonardo auf Level 5. Sehr gut. Donatello. Nämlich die. Raphael. So. Die nehme ich. Nehme ich das doppelt. Treffer? Nö. Maybe? Okay, gib mir mal ein paar Dings. Minuten. Ich habe hier Münzen auf Level 4 gestiegen. Meine ist auf Level 5. So. Oh, und da oben sind Münzen, da oben sind Münzen. Die gönne ich mir. Oh, Pizza für 100 Münzen. Das hab ich ja total vergessen. Oh, man kann die Waffen hochsteigen. Natürlich. Damit du mehr Schaden anrichten kannst. Ja, jetzt. Warte mal. Sei, okay. So. Na dann werden wir natürlich erstmal favorisieren. Ja. Ein Like geben und zurück zur Lobby. Ja, Dankeschön, Meister Splinter. Wir sehen uns später wieder, Meister Splinter. Oder ja, gib gesagt, mal ein paar Minuten. Damit ich halt die Waffe aufsteige. Also noch 70 Sekunden.
für 2000 Münzen. So, mal sehen beim Battle Pass, wie viel Battle Sterne ich habe. 8. Aber ich bin jetzt schon in der 7. Seite. Ich bin in der Bonusseite. Ich bin schon fertig. Und natürlich hier werde ich natürlich bedanken für den tollen Livestream und da sehen wir uns beim nächsten Live wieder. Macht's gut und ciao, meine lieben Freunde, euer Neodendro TV. Bis zum nächsten Mal. Jo.